Der Pferscherlauf ist seit vielen Jahren eine liebgewonnene Tradition in Brunn am Gebirge. Am Nationalfeiertag begaben sich auch heuer wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer von klein bis groß auf die Laufstrecke und verbrachten mit einem beeindruckenden Rahmenprogramm ein Fest für die ganze Familie. Am 26. Oktober feierte Brunn am Gebirge nicht nur den Nationalfeiertag, sondern auch den traditionellen Pferscherlauf, der als Tag des Sports in der Gemeinde gilt. Die Veranstaltung bot eine Vielzahl an Laufdisziplinen für alle Altersklassen. Vom 400-Meter-Bambinilauf über den 800-Meter-Hasenlauf bis hin zum Jugendlauf mit 2,3 Kilometern und dem Hauptlauf über 5,7 Kilometer. Ich freue mich sehr, es ist ideales Laufwetter von der Temperatur her. Also wird es auch gute Zeiten geben und wird eine schöne Veranstaltung sein. Wir haben auch gleichzeitig den Tag des Sportes. Und einerseits schön, dass hier Sport gefördert wird und andererseits schön, dass Traditionen gefördert werden. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man hört es ein bisschen, man kann sich ein bisschen umschauen und sieht, dass es ganz toll angenommen wird. Das freut uns sehr. Es machen immer sehr viele mit, sehr viele Brunner mit, auch die ein bisschen aus der Umgebung kommen. Und das ist einfach schön, gemeinsam zu laufen. Heute das Wetter hat auch gepasst. Und ja, dabei sein ist immer schön und ist eigentlich dabei sein ist alles. Wir haben das seit 25 Jahren in dieser oder in einer ähnlichen Form. Und wir haben heuer an die 650 Starterinnen und Starter, von ganz klein bis weit ins Pensionsalter hinein. Und das ist so richtig eine Veranstaltung, wo der Ort zusammenkommt und wo viele Sport betreiben. Der Name Pferscherlauf hat historische Wurzeln, die tief in der Geschichte von Brunn am Gebirge verankert sind. Als man den Lauf vor 25 Jahren redesigned hat, wie man das so schön nennt heute, hat man sich überlegt, einen Namen zu finden, der auch mit dem Ort und mit der Ortsgeschichte eine Verbindung hat. Und das vermittelt das ganz gut, Tradition, aber auch was Modernes zusammenzubringen. Am Bruno-Parkplatz organisierte die Gemeinde ein buntes Rahmenprogramm mit Sportstationen, die für die ganze Familie etwas boten. Neben einer Hüpfburg, einem Tennisparcours und einem Kletterturm gab es auch eine Fußballstation und eine beeindruckende Vorführung der Jugendfeuerwehr. Ich glaube, das ist auch gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Die Vereine leisten Unheimliches, ja, für den Zusammenhalt im Ort. Aber es wird doch auch immer wieder schwieriger, neue Leute zu finden, die auch mittun, die mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde hier eine Bühne zur Verfügung stehen. Wir haben ja mehr als 60 Vereine in Brunn. Das sind natürlich nicht alle Sportvereine, aber doch die allermeisten. Also wir haben, wie soll man sagen, eine gute Basis. Ein bisschen ihre Sachen, ein bisschen Mitglieder zu werden. Jeder Verein braucht neue Mitglieder. Und das ist hier eine gute Sache und die nutzen das auch. Also ich finde das auch ganz gut. Und es ist ein Rahmenprogramm da. Tennisverein präsentiert sich, Fußballverein ist sehr stark vertreten und es ist halt eine Möglichkeit, dass man sich vernetzt und wir machen viel für den Sport in Brunn, das ist uns wichtig. Wir eröffnen in 2 Wochen noch einen neuen Kunstrasenplatz für den SC Brunn. Wie war es heute, diesen Lauf hier zu laufen? Ich sage, ich bin jetzt in einer bestimmten Altersklasse, ja, wo jetzt nicht mehr so viele Teilnehmer sind, obwohl ich immer große Chancen habe. Ja, ich laufe ja so auch regelmäßig und deshalb ist es, ja, es ist einfach toll, hier auch natürlich zu gewinnen, ja, oder unter den ersten drei zu sein, ist eine besondere Motivation, vielleicht das nächste Mal wieder mitzulaufen. Es ist ideales Laufwetter und dabei sein ist alles, es soll eine gute Stimmung sein. Es gibt natürlich etliche sehr, sehr gute Läufer und die laufen schon auf Druck, aber eigentlich sollte man da das zum Spaß machen. Bei der Siegerehrung erhielten die besten Läuferinnen und Läufer Medaillen und Pokale als Anerkennung ihrer Bestzeiten. Die schnellsten Brunner wurden dabei zu den Siegern des Hauptlaufs gekürt. Sehr toll, weil ich meinen Titel auch verteidigt habe als beste Brunnerin letztes Jahr schon. Und dieses Jahr wieder, es freut mich natürlich sehr und macht mich auch sehr stolz. Ich bin sehr zufrieden, hier meinen Heimlauf gewinnen zu können. Ich bin aus Brunn am Gebirge, starte für einen Brunner Verein und das freut mich natürlich, wenn ich da heute gewinnen konnte. Ich bin momentan sehr wieder im Trainingsalltag zurück und dementsprechend sind halt meine Umfänge auch sehr hoch. Und ja, ich habe ein Training mit Startnummer quasi draus gemacht, aber es macht halt immer mega viel Spaß, hier im Brunn zu laufen. Wie schön ist es hier zu sehen, wie viele Laufbegeisterte heute hier teilnehmen, von klein bis groß, von jung bis erfahren. Bewegung ist ja ganz, ganz wichtig, das ist ja Gott sei Dank schon allgemein gut geworden. Ich freue mich, dass so viele Kinder und Jugendliche mitlaufen, weil das nimmt man dann doch mit ins Erwachsenenleben, bleibt in Bewegung.
bleibt gesund und das soll ja so sein.